Hallo und willkommen bei das Gartenprojekt. Mein Name ist Lars und ich freue mich, dass du mich auch dieses Jahr wieder durch die Saison begleitest. Wenn du meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert hast, dann drückst du einfach am Ende des Videos auf den Abonnieren-Button, um kein Video mehr zu verpassen. Dieses Gartenjahr starte ich mit der Aussaat von Möhren und Zwiebeln und natürlich mit der Auslosung des Gewinners von meinem letzten Gewinnspiel. Dazu später aber mehr. Bei den Zwiebeln habe ich mich dieses Jahr dazu entschlossen, mal die Direktsaat auszuprobieren. Mal schauen, ob es klappt. Hat jemand von euch da schon Erfahrung mit? Würde mich mal interessieren, schreibt es mir noch gerne in die Kommentare. Um mit der Aussaat überhaupt beginnen zu können, musste ich erstmal das Beet einigermaßen aufräumen. Ich hatte über Winter mit Laub abgemulcht und habe die restliche Laubschicht etwas in den Boden eingearbeitet. Danach habe ich mir erstmal 4 Reihen gezogen im Abstand von 25 cm. Ja, ich muss dazu sagen, meine Beete sind alle 1,20 Meter breit und 3 bis 3,50 Meter lang circa. In die erste und in die dritte Reihe habe ich Zwiebeln gesät, in die zweite und vierte Reihe Möhren. Die Zwiebeln habe ich 1 cm tief und in der Reihe in 6 cm Abstand gesät, genau. Bei den Zwiebeln habe ich mich übrigens für die Sorte Stuttgarter Riesen entschieden. Bin mal gespannt, wie sie schmecken und ob die wirklich so riesig werden. Bei den Möhren habe ich mich für die Sorte Rothild entschieden. Die habe ich auch 1 cm tief und circa alle 6 cm in der Reihe im Abstand gesät. Während ich da hinten noch so ein bisschen das Saatgut verteile, möchte ich gerne noch ein paar Sachen zu meinen geplanten Projekten dieses Jahr sagen. Geplant ist dieses Jahr auf jeden Fall der Bau eines Insektenhotels. Dann soll das Gewächshaus weiter ausgebaut werden, beziehungsweise weiter umgebaut werden. Das Material dafür habe ich jetzt da. Dann ist geplant, zwei, drei Hochbeete noch zu bauen. Und wenn das Wetter, sobald das Wetter wieder ein bisschen mitspielt, es nicht mehr so kalt ist und nicht mehr so nass ist, möchte ich gerne meine Outdoor-Küche weiterbauen. Dafür habe ich auch das restliche Material jetzt zusammen. Und da hoffe ich, dass es dann auch so schnell wie möglich weitergeht. Ansonsten ist noch geplant, dass ich ja mehrere Beete noch anlege. Wie ich das anlege, weiß ich noch nicht, ob ich es so mache, wie sie da jetzt sind, wie ihr sie jetzt hier seht, oder ja, ob ich so ein Schlüssellochbeet vielleicht noch mache, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mal schauen. Ansonsten, ja, war es das eigentlich erstmal zu den geplanten Projekten. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr alles umsetzen kann. Und genau zu diesen Projekten habe ich noch eine Frage an euch. Interessiert es euch, Do-it-yourself-Videos mit Bauanleitung über diese Projekte auf meinem Kanal zu sehen? Oder wollt ihr lieber in einem Gartenrundgang die fertigen Produkte sehen? Schreibt es mir doch einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. So, nun habe ich erstmal genug gequatscht. Während ich da hinten weiter aussehe, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Auslosung von meinem letzten Gewinnspiel aus dem letzten Video. Das ist so, es haben 6 Leute mitgemacht. Und zwar einmal Gartenarche, Mein Gartenkanal, Eddie Mohr, Sonja W., Kleingarten Vlog und Brit T. Da es ja ein bisschen länger gedauert hat mit dem Video, mit der Auslosung jetzt, habe ich mir überlegt, dass ich jedem von euch ein kleines Saatgutpaket zukommen lassen möchte. Ja. Wie gesagt, gesundheitlich war ich ein bisschen angeschlagen und startet das Jahr halt jetzt erst für mich. Und da ihr so lange warten musstet, habe ich mir überlegt, dass jeder von euch ein Saatgutpaket bekommt. Über die weitere Abwicklung meldet euch bitte bis zum 20.03.2020 auf meiner E-Mail-Adresse, und zwar dasgartenprojekt@web.de. Da klären wir dann alles Weitere. Mit Adresse und so weiter und so fort. Das muss ja nicht alles öffentlich sein. Ja, so viel zur Auslosung und zu meinem Gewinnspiel.
Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr mit dabei wart. Den Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit. Wenn es geht, lasst euch nicht so lange mit dem Melden Zeit. Ich sage ja bis zum 20.03. Ihr sollt ja auch noch ein bisschen was dieses Jahr von dem Saatgut haben, ne? Also, in diesem Sinne, schaut es euch zu Ende an, wie ich da den Garten fertig mache. Und ich verlinke euch gleich oben in der Infobox noch ein paar Do-it-yourself-Videos von mir. Und dann könnt ihr entscheiden. Kommentiert fleißig und abonniert kostenlos meinen Kanal. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal.